Heißer Stuhl, brennende Fragen. Heute? Was bedeutet Gemeinschaft für Sie? Gemeinschaft bedeutet für mich, etwas miteinander zu machen, über die gemeinsamen Ziele zu reden und auch über das, was unsere Gesellschaft ausmacht. Gemeinschaft ist die Voraussetzung dafür, dass wir hier in Dresden unsere Stadt gemeinsam weiterentwickeln können. Gemeinschaft bedeutet für mich, zusammenzuhalten, auch in schwierigen Phasen. Gemeinschaft ist solidarisch zu handeln, für den anderen da zu sein und sich auch um die Belange und Sorgen der anderen zu kümmern. Gemeinschaft ist, wenn man sich freundschaftlich versteht, wenn man miteinander durch dick und dünn geht. Dass man sich nicht erklären muss, dass man zusammengehört und dass man sich aufeinander verlassen kann. Gemeinschaft bedeutet für mich Solidarität.